Musst du gerade die Steuererklärung machen und überlegst dir, ob TaxFix vielleicht das richtige Tool für dich ist? Wenn ja, dann solltest du den nächsten Minuten zuhören, denn wir schauen uns gemeinsam einmal TaxFix an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und TaxFix ist der Marktführer, was Steuererklärungstools betrifft. Insgesamt wurde TaxFix schon über 5 Millionen Mal heruntergeladen und ja, die ganze Mission von TaxFix ist, die Steuererklärung so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen. Laut TaxFix-Angaben wird im Durchschnitt nur 22 Minuten gebraucht für die Steuererklärung. Das heißt, du investierst entweder mit der Smartphone-App oder über die Browser-Version 22 Minuten und dann ist deine Einkommensteuererklärung erledigt. Der Anspruch von TaxFix dabei ist, so einfach wie nur irgendwie möglich zu sein. Also Geschwindigkeit und Einfachheit. Deswegen hast du auch nie irgendwas mit diesen zugegebenermaßen absolut schrecklichen Steuerformularen zu tun oder diesem Elster Online Interface. Und die Sprache auch in TaxFix ist wirklich so, dass es auch Normalsterbliche und Nicht-Steuerexperten verstehen können. Was in diesem Jahr neu ist und ich persönlich ziemlich attraktiv finde, ist eine Sofortauszahlung. Das heißt, TaxFix gibt dir 50% der Steuererstattung sofort. Wenn du TaxFix nutzt für deine Einkommensteuererklärung, du berechnest, dass du 1000 Euro Erstattung bekommst, dann zahlt dir TaxFix oder aber der Partner von TaxFix sofort 50% davon. Also du bekommst 500 Euro sofort und die zweite Hälfte bekommst du dann, sobald das Finanzamt die Steuererklärung bearbeitet hat und dir einen Steuerbescheid geschickt hat. Und am besten schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie TaxFix denn so aufgebaut ist. Wenn du die App öffnest, siehst du als erstes die Frage nach dem Jahr. Das heißt, für welches Jahr willst du denn eigentlich die Steuererklärung machen? Und ich will natürlich die aktuellste Steuererklärung machen, also für 2021. Die erste Frage ist, ob ich denn schon irgendwann mal eine Steuererklärung gemacht habe. Ja, habe ich. Dann fragt er mich nach meinem Familienstand. Ich bin verheiratet. Du siehst also, wie das Ganze aufgebaut ist. Du hast eine Frage, du hast mehrere Auswahlmöglichkeiten. Manchmal ist es einfach nur eine Ja-Nein-Frage. Manchmal hast du mehrere Auswahlmöglichkeiten. Oder aber manchmal ist es auch ein Freitextfeld. Also deine Adresse beispielsweise, die ergibt natürlich in einem Dropdown-Menü überhaupt gar keinen Sinn. Die musst du natürlich einfach als Text eintragen. Und insgesamt ist TaxFix in mehrere Bereiche aufgeteilt. Einmal gibt es die allgemeinen Fragen, dann gibt es die Fragen zu deinem Einkommen, die Fragen nach deinem Zuhause, nach deiner Familie, zu deiner Gesundheit und deinen sonstigen Finanzen. Und diese Bereiche musst du alle einmal ausfüllen und dann bist du durch deine Steuererklärung. Schauen wir uns aber noch einmal den allgemeinen Bereich etwas genauer an. Und zwar unter dem Bereich Du, unter den persönlichen Details, kann ich die unterschiedlichen Einkunftsarten auswählen, die ich denn hatte in dem Jahr. Und bei diesen Fragen hast du oben rechts immer dieses kleine Fragezeichen. Und auf dieses kleine Fragezeichen kannst du klicken, um weitere Informationen zu bekommen. Da wird dir ganz grob erklärt, welche Einkunftsarten es eigentlich gibt, wie sich das verhält, woran du Steuern zahlen musst und so weiter. Diese Beschreibungen sind wirklich einfach gehalten. Sie sind wirklich so geschrieben, dass auch jemand ohne Steuerverständnis und ohne Steuerwissen, also jemand, der auch noch nie eine Steuererklärung gemacht hat, das grundsätzlich so verstehen kann. Und das ist auch mal das Feedback, was ich bekomme, ist, dass das echt gut verständlich ist. Und du kannst auch jederzeit zurückgehen oder die App schließen und später weitermachen. Und der Vorteil ist, du kannst auch in der App beispielsweise anfangen und dann später im Browser weitermachen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Wenn wir uns in die Browser-Version von TaxFix einloggen, dann sieht der erste Screen so aus. Und zwar wieder die Steuerveranlagungsjahre, wenn ich jetzt hier auf Fortsetzen klicke. Und in dem Interface sehen wir auf der linken Seite dann auch wieder gleich die Themenbereiche, also die allgemeinen Fragen, die Fragen zum Einkommen, fürs Zuhause, Familie, Gesundheit, Finanzen und so weiter. Hier können wir einfach auf die allgemeinen Fragen einmal gehen und können dann hier die persönlichen Details nochmal anschauen und bearbeiten und können auch hier hoch und runter scrollen, um das eventuell nochmal zu korrigieren. Ehrlicherweise ist hier die Navigation so ein bisschen einfacher, weil man die unterschiedlichen Menüstrukturen halt sehen kann und auch vor- und zurückspringen kann. Das Ganze ist in der Smartphone-App natürlich ein bisschen komplizierter. Man sieht allerdings auch, dass das ganze Design grundsätzlich genau das gleiche ist. Ebenso mit den Fragen, die beantwortet werden können, kann man draufklicken und bekommt auch hier die Erläuterungen. Es gibt aber für die Browser-Version jetzt auch keine erweiterten Funktionen. Das heißt, all das, was du in der Smartphone-App machen kannst, kannst du auch einfach über den Browser machen. Da wir ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige sind und natürlich auch all unsere Videos insbesondere für Freiberufler und Selbstständige aufnehmen, wollen wir uns doch einfach einmal anschauen, wie sich das Ganze bei TaxFix verhält. Wie sehen eigentlich die Einstellungen speziell für Selbstständige aus? Und dafür gehen wir einmal in die allgemeinen Fragen. Und da können wir unter persönlichen Details unsere Einkünfte einstellen. Und dann nehme ich einfach mal das Gehalt raus und gehe auf selbstständige Tätigkeit.
Wir erinnern uns, selbstständige Tätigkeit im Steuerrecht ist immer die Freiberuflichkeit und nicht der Gewerbebetrieb. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich Freiberufler bin und bestätige das. Und hier kriegen wir auch gleich die blöde Nachricht. Und zwar werden Einkünfte aus Selbstständigkeit und Gewerbebetrieb nicht unterstützt. Das heißt, alle Selbstständigen in Deutschland können leider ihre Einkommensteuererklärung nicht mit Taxfix machen, weil das einfach zu komplex ist. Taxfix versucht alles so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen und Selbstständigkeit in Deutschland ist leider steuerlich gesehen nicht besonders einfach. Beim Thema Steuererklärung finde ich auch das ganze Thema Support immer wahnsinnig wichtig. Was passiert, wenn du eine Frage hast? An wen kannst du dich wenden? Wo findest du weitere Informationen? Und man muss da immer unterscheiden zwischen technischem Support, also wenn du Probleme hast mit der App, Download nicht funktioniert, du dich nicht einloggen kannst und so weiter. Das heißt, was funktioniert an der App eigentlich nicht? Und einmal den inhaltlichen, fachlichen Support. Das ist wahnsinnig wichtig, weil der fachliche Support kann in der Regel nur durch eine Steuerberatungsgesellschaft erfolgen. Das heißt, ein normaler Nicht-Steuerberater darf dir gar keine Tipps geben. Und bei Taxfix hast du in der App in jedem einzelnen Schritt, wie ich ja schon gezeigt habe, die Möglichkeit, auf dieses Fragezeichen zu klicken und bekommst dann in der App weitere Erläuterungen. Außerdem gibt es einen meiner Meinung nach wirklich guten Ratgeberbereich auf der Webseite, wo zum Beispiel Steuertipps sind, wo dir einfach grundsätzlich bestimmte Dinge erklärt werden, wo erklärt ist, was du zum Beispiel absetzen kannst und so weiter. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick und schau da gerne vorbei. Du findest die Webseite auch nochmal unten verlinkt. Was ich aber sehr, sehr spannend bei Taxfix finde, auch das ist relativ neu, ist, dass die mit einer Steuerberatungsgesellschaft zusammenarbeiten. Und zwar hast du da den Steuercheck. Und nachdem du alles bei Taxfix selber eingetragen hast, kannst du tatsächlich alles noch einmal prüfen lassen von einer Steuerberatungsgesellschaft. Das kostet natürlich extra, aktuell 49,99 €, aber du kannst für ungefähr 50 € nochmal einen Steuerberater beauftragen, der sich das Ganze einfach noch einmal anschaut und schaut, ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen kann. Den technischen Support gibt es natürlich auch. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, da kannst du deine Probleme dann hinschreiben und dann kann dir auch Taxfix direkt selber helfen. Das müssen sie nicht über einen externen Partner machen, weil Taxfix kann dir den technischen Support auch selber liefern, weil sie natürlich die App auch gebaut haben. Eine Telefonnummer gibt es da leider nicht. Eine weitere wichtige Frage, die wir natürlich beantworten sollten, ist, was kostet das Ganze? Also wo liegt eigentlich der Preis? Und die Registrierung, der Download und auch die Nutzung der App, die ist erstmal komplett kostenlos. Aber sobald du mit deiner Steuererklärung fertig bist, alle Informationen eingetragen hast und dann absenden möchtest, dann bezahlst du. Das heißt, die Übermittlung ans Finanzamt, die kostet dann Geld. Und die kostet aktuell 39,99 €. Außer du bist verheiratet, dann zahlst du nämlich 20 € mehr. Dann zahlst du 59,99 €. Damit liegt Taxfix über dem Durchschnitt. Also wenn man andere Steuertools anschaut, dann sind die in der Regel günstiger und Taxfix ist eher teuer. Bei allen Steuererklärungstools muss man aber immer dazu sagen, dass es sehr regelmäßig auch Discount-Angebote gibt. Das heißt, eventuell irgendwelche Rabattcodes und so weiter. Bevor du dich jetzt an Taxfix ransetzt und den ganzen Preis bezahlst, schau lieber online nochmal, ob es nicht irgendwo einen Discount-Code gibt, der dir es ermöglicht, ein bisschen günstiger deine Steuererklärung zu machen. Fassen wir das Ganze doch einfach mal zusammen. Was sind eigentlich die Pros und die Kontras? Und ich fange mal mit den positiven Sachen an. Mir gefällt die App wirklich sehr gut, was Intuitivität betrifft. Also wie sich die App bedient, lässt und wie schnell du die Steuererklärung damit tatsächlich machen kannst, finde ich beeindruckend. Wenn ich mir überlege, wie umständlich das früher mit den Formularen waren oder auch heute noch ist mit Elster Online, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, da hat Taxfix echt einen guten Job gemacht. Mit Taxfix kannst du wirklich leicht verständlich und sehr, sehr schnell deine Steuererklärung machen. Außerdem gefällt es mir auch sehr, dass es eine Smartphone-App und eine Browser-Version gibt. Das heißt, du kannst mit der Smartphone-App anfangen und im Browser weitermachen und dann wieder auf die Smartphone-App wechseln und so weiter. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass du beides hast und jeder kann so arbeiten, wie es für ihn am besten ist. Oder vielleicht gibt es auch einige Dinge, die einfacher sind, am Laptop zu machen und du kannst jederzeit wechseln, weil Taxfix automatisch die Informationen speichert. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die mich persönlich wirklich begeistern. Und zwar die 50% sofortige Auszahlung für deine Steuererstattung finde ich wirklich super intuitiv. Wirklich, du kriegst sofort Geld, wenn du deine Steuererklärung machst und das haben die meisten anderen Anbieter nicht und deswegen muss ich sagen, das gefällt mir auf jeden Fall und das ist ein dickes Plus. Was ich außerdem ganz cool finde, ist, dass du tatsächlich die Möglichkeit hast, einen Steuerberater über deine Steuererklärung schauen zu lassen. Das haben auch die meisten anderen Tools so nicht und es ergibt ehrlicherweise auch nicht immer Sinn. Aber allein, dass du die Möglichkeit hast, wenn du mal ein besonderes Jahr hast, keine Ahnung, eine Abfindung bekommen hast und du dir da nicht so ganz sicher bist, kannst du jederzeit für relativ übersichtliche Kosten Experten dazu buchen. Und da das Ganze optional ist, finde ich das ein hervorragendes Angebot. Kommen wir zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ganz ehrlich, der erste Punkt, der liegt eigentlich auf der Hand. Mit Taxfix kannst du nicht arbeiten, wenn du Selbstständiger bist oder einen Gewerbebetrieb hast. Und das finde ich ernsthaft blöd.
einfach nur katastrophal. Irgendwie haben Selbstständige sowieso schon schwer genug und alle Tools, die es einfacher machen wollen, die machen großen Bogen um Selbstständige. Das ist natürlich ein riesengroßer negativer Punkt und sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass die meisten von euch Textfix gar nicht nutzen können, selbst wenn ihr es wollen würdet. Außerdem muss man sagen, dass das Ganze zwar einfach formuliert ist, also auch die Hilfetexte und die Hilfen in der App sind zwar einfach, aber das Ziel von Textfix ist, das Thema Steuererklärung so einfach und schnell wie möglich zu machen. Und das geht zum Teil auch auf Details. Das heißt, die Qualität leidet so ein bisschen darunter. Wenn du jemand bist, der die Dinge gerne versteht und auch die Hintergründe kennen möchte und eventuell auch mal nachlesen möchte, dafür vielleicht einen Paragraphen braucht, dann bist du bei Textfix aufgeschmissen und dann ist wahrscheinlich Textfix auch nicht das richtige Tool für dich. Außerdem sollte man erwähnen, dass Textfix relativ teuer ist. Wenn man Textfix vergleicht mit anderen Tools, dann muss man schon sagen, das ist deutlich überdurchschnittlich, was natürlich ein negativer Punkt ist. Und was mich persönlich gestört hat bei unserem Test war, dass es keine Suchfunktion gab. Manchmal weiß man ja, dass man bestimmte Kosten irgendwie absetzen kann. Kinderbetreuungskosten oder Spenden. Und man weiß das irgendwie und selbst wenn du Ahnung hast, dann weißt du sogar vielleicht, in welcher Anlage der Steuererklärung das irgendwann mal reingehört. Aber da Textfix eine eigene Definition und Gruppierung einzelner Bereiche vorgenommen hat, komme ich da nicht wirklich weiter. Und wenn du auch weißt, dass du irgendwas ja theoretisch absetzen kannst, aber die Frage irgendwie gar nicht mitbekommen hast, als du das ausgefüllt hast, dann gibt es einfach keine Suchfunktion. Das heißt, du musst einfach so lange durch alle Fragen durchklicken, bis du es gefunden hast. Und das ist ein bisschen frustrierend und ich denke, das sollte in Zukunft besser gemacht werden. Insgesamt muss ich sagen, dass ich Textfix als Tool und als Software sehr attraktiv finde und interessant finde. Leider disqualifizieren sie sich halt, dass sie keine Selbstständigen nehmen. Das heißt, wenn du selbstständig bist, dann solltest du ein anderes Tool nehmen. Wir haben eine ganze Reihe an Software-Tools getestet und die ganze Playlist zu den Reviews, die verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Du hast als Selbstständiger aber natürlich auch noch eine Alternative und zwar, dass du das Ganze einfach an einen Steuerberater abgibst. Es gibt nämlich Steuerberater, die spezialisiert sind auf Freiberufler und Selbstständige. Wenn du regelmäßig zuschaust, weißt du, dass ich von uns rede. Wir helfen dir sehr gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Oder schau einfach erstmal die weiteren Videos auf unserem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.